Der australische Comedian Rob Spence ist ein Meister von Pantomimen und Wortwitz. Seit seiner Kindheit weiss er, dass er dafür gemacht ist, Leute zu begeistern. Hi. Mit 4 habe ich schon zum ersten Mal behauptet, ich will Clown werden. Und dann habe ich es wahrscheinlich vergessen. Und dann ist es einfach wieder zurückgekommen mit so 18. Und so kommt es dann auch. Mit 18 steht Rob Spence das erste Mal in Sydney auf der Bühne, wo ihn seither nicht mehr loslässt. Ein paar Jahre später verschlägt ihn dann im Rahmen von einer Weltreise auch in die Schweiz. Ich bin hier zum ersten Mal als Straßenkünstler gekommen und das wegen Geld. Und weil es in der Schweiz war immer so einfach Geld zu verdienen hier als Straßenkünstler. Und danach, ja, es war einfach für meinen Job mehr. Meine Frau ist eigentlich nur in der Schweiz wegen mich, ja, sie wäre lieb, viel lieber in Australien. Seine Frau Sylvie unterstützt den Komiker nicht nur beruflich, sondern auch im Alltag. Denn der Comedian von Down Under muss sich manchmal noch an die Schweizer Mentalität gewöhnen. Manchmal so in der Schweiz, Leute schauen dich wirklich ganz so an, starren dich an. Und ich schaue die an und lächeln zurück. Und die halten immer noch die gleiche Meinung. So. In Australien, wenn jemand so was macht, dann kriegst du sehr schnell eine Faust ins Gesicht. Ja? Wenn man anlächelt, dann wird zurückgelächelt bei uns. Nicht nur das Temperament und die winterlichen Temperaturen in der Schweiz machen dem Komiker zu arbeiten, auch das unsichere Dasein als Künstler ist nicht immer einfach. Trotzdem, der Rob Spence will nicht duschen. Es ist einfach so viel Spaß, auf die Bühne zu stehen und einfach mit Leuten diese Verhältnis zu haben, diese Kommunikation, dieses Spiel, dieses Geben und Nehmen vom Lachen und Humor. Einfach, es ist wie Drogen. Es ist wie, man ist high auf die besten Drogen auf die Bühne und man kommt raus. Wenn es gut gegangen ist und gelungen ist, man fühlt sich gut dann tagelang danach. Wer den Komiker gerne live erleben möchte, der hat in den nächsten Wochen eine Gelegenheit dazu. In Luzern und Bern tritt er dann im Salto Natale auf. Meine erste Frau war eine Zauberin. Nach unserer Scheidung verschwand mein Haus. Meine Schweizerin ist nicht viel besser. Vor ein paar Monaten hat ein Dieb die Kreditkarte von meiner Frau gestohlen. Aber ich habe es noch nicht gemeldet, weil der Dieb viel weniger ausgibt.